Aber ist leicht weggedreht, da kann jemand in der Mitte rein, in den reinstechen, das tut auch. Und nimm mich nochmal schön mit und überholt mich damit auch. Wer war das? Webber oder Vettel? Vettel. Alter, der ist mein End reingefahren. Willkommen zum Santander Formel 1 Grand Prix von Deutschland 2030 auf dem Nürburgring. Hallo Jay. Hallo Dena. Und hallo Jonges. Ja, und hallo liebe Nougat-Schnitten. Ich hoffe mal heute ohne technische Probleme, das war in den letzten beiden Rennen. Du musst noch bereit drücken übrigens. Ach so, ja, natürlich. Das war in den letzten beiden Rennen dramatisch. Also wir müssten uns eigentlich, erzähl erst mal. Das war dramatisch, also erst, ich weiß gar nicht mehr, wie die Reihenfolge war. Erst war es bei dir weg, ne? Dann bei mir weg. Ei. Eigentlich müssten wir jetzt hier mit so Feierhütchen und Terreur und was weiß ich was auf dem Kopf sitzen, weil jetzt Vettel Weltmeister ist. Endlich! Endlich haben es auch Jay und Dena mal gecheckt. Genau. Wusste ich gar nicht. Schau nicht, also jetzt habe ich erst so in den Kommentaren überall so gelesen, der ist Weltmeister. Da dachte ich so, wie, was? Da habe ich erstmal die ganze Formel 1 Saison nachgeschaut. Wir haben ja nicht vorher irgendwie aufgenommen, ein paar Wochen oder sowas. Das kann ja nicht sein, niemals. Unvorstellbar, sowas. So, ich gehe einen nach rechts, so, weil es sah nicht ganz sonnig aus. Und dann dachte ich so, gehe ich nur so einen nach rechts. Höchstgeschwindigkeit negativ. Komm, einen nach rechts ist gut. Mal schauen. Einen nach rechts. Ja, mal gucken, wie das läuft. Ich habe jetzt seit Ewigkeiten kein Formel 1 mehr gespielt. Ich glaube, du auch, oder wie ist das bei dir? Ich auch. Ich auch, gar nicht mehr. Seit unserer letzten Aufnahme habe ich gar nicht mehr gespielt. Ich habe leider zurzeit so ein paar Stressprobleme, was mein Tierärztepraktikum da angeht, aber für Formel 1 kriegen wir doch irgendwie mal einen Abend. Auf jeden Fall. So, runter Nürburgring. Der war auch letztes Jahr nicht da. Das heißt, die Strecke kenne ich auch deutlich schlechter im Vergleich zu anderen Strecken, aber Nürburgring ist mir trotzdem, gibt es ja in fast allen Rennspielen, das ist trotzdem ein Begriff, die Strecke. Da saßt du, ne? Ja. Auf die Haupttribüne. Ich habe das Foto mal auf Facebook gesehen und ich weiß das sogar. Das war richtig geil dort. Das glaube ich dir, weil die ganzen Bereiche, die wir gerade gefahren sind, hat man da natürlich eingesehen können. Super geile, also so eine best gute See. Ich war schon in Belgien und auch hier im Nürburgring. Ich war auch mal das erste Mal die Formel 1 geguckt habe, sind wir hier in der Dunlop-Kehre gewesen. Genau irgendwo da, wo die holländische, die französische Flagge war. Da so links im Block, keine Ahnung. War nicht so geil, da siehst du nämlich nur die Dunlop-Kehre. Aber da zwischen die Autos durch und wenn nichts passiert, sind sie wieder weg. Genau. Das war auch so geil, weißt du, ganze Familie Schumacher-Fan. Schumacher wurde aber in der ersten Runde rausgekickt. War super. War ganz toll. Aber die Atmosphäre ist ja das Wichtige. Ja, super geil. Also wie gesagt, Gott, ich habe viel zu spät gebremst. Ich bin gerade noch so durchgegangen, weil es schön weggerutscht. Ja, ich auch. Wir haben immer das gleiche Problem. Oh mein Gott. Ja, das ist kein so gutes Ding wird das. Also bin ich mal gespannt, auf was für einen Platz ich hier rauskomme. Neunter oder so. Neunter, ja, das ist noch voll in Ordnung, würde ich mal sagen. Alter. Meine Hände sind kalt. Ich habe gerade nur ein Eis gegessen. Scheiße. Aber immerhin nicht beide Letzter, das ist doch, geht doch klar. Also sind immer im guten Mittelfeld. Ja. Oder im guten und im hinteren Mittelfeld. Ja, so traurig wie immer. Ja, also wirklich. Immer diese pessimistische Grundeinstellung hier. Das finde ich abscheulich. Ich komme hier immer mit Motivation, komme ich hier zum Rennen und dann wird mir die immer sofort genommen. Ja, aber wir wissen ja, wir sind ja im Rennen, haben wir unsere Stärken. Definitiv, das definitiv. So, nur, ich habe mir nur gedacht, also ohne, ich muss die Maus hier rausnehmen, ist auch so vielen Leuten aufgefallen, dass überall die Maus immer drin ist. Was soll ich jetzt sagen? Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht direkt hier sterbe, sozusagen. Also ich darf nicht direkt Strafen bekommen. Am Anfang der Saison gar kein Problem, ne? Aber so in den letzten Rennen hat sich das leider ein bisschen gehäuft bei mir mit den Strafen. 0% Regenrisiko. So. Ich wechsle auf Hart in der 8. Runde. Und so mache ich das. Ich starte mal auf Weich. Nee, lass auf Hart. Moment, ich starte auf Hart. So. Ich möchte Weich am Ende haben.
Das ist eigentlich auch besser. Ja, aber ich habe die Wahl ja nicht mehr auf Platz 9, leider. Ja, das stimmt, das stimmt. Mal schauen. Du musst ja irgendwas machen, weißt du, ich möchte nicht, dass ich nachher wieder kurz oder hinter dir bin oder vor dir bin oder so und wir dann wieder 3 Sekunden in der Box stehen. Ja, ja. Das war ein traumatisches Erlebnis, habe ich das Gefühl. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Lewis Hamilton, diesmal ganz vorne. Und da ist Jay. Oh ja, wenn ich mich umgucke, dann sehe ich dich auch. Zwei Plätze hinter mir sozusagen direkt. Ich sehe dich nicht, der Maldonado hat das. Ja, genau, der ist da zwischen uns. Aber jetzt geht's los. Unser Heim Grand Prix, der große Preis von Deutschland auf dem Nürburgring. Auf so, geht's. Erst ab dem jetzt irgendwie erst Kers benutzen wurde. Ja, irgendwie erst ab dem zweiten Gang, aber ich kann es auch nicht richtig einschätzen. Und rechtzeitig anbremsen. Und das ist jetzt hier. Oh, wow. Okay, oh. Alter, oha. Die kommen alle von außen. Oh von mein Gott, ich bin Platz 20. Was ein Start. Von überall kommen die rein. Ich bin jetzt zwischen mehreren Leuten. Ich bin schon ziemlich weit vorgefahren. Und jetzt den Raikkonen berührt und den bloß nicht wegdrehen. Aber die 4 ist da. Aber jetzt gleich weggedreht. Da können jemand in der Mitte rein, in den reinstechen. Das tut auch. Und nehme mich nochmal schön mit. Und überholt mich damit auch. Wer war das? Weber oder Vettel? Alter, der ist mal in den Hintern reingefahren. Der musste ausweichen. Der hat mich richtig von der Seite weggefickt. Aber ich lebe noch. Und nichts ist kaputt scheinbar. Sehr gut. Ich habe mich richtig erschreckt zum ersten Mal. Alter Vater, das war richtig schlechter Start. Bei mir auch. Ich habe mich hier auch schon wieder voll verbremst in der Kehre. Aber ich bin noch auf Position 5. Einfach mal hyperaggressiv spielen. Aber es war auch eine ziemlich intensive erste Kurve, muss ich sagen. Also die erste Kurven. Da war ziemlich viel rechts, links, überall. Aber du bist nach hinten gefallen. Ja, ich bin... Oh Gott, jetzt war ich verbremse mich auch noch. Nee, ich bin... in der ersten Kurve war ich ganz außen. Ich konnte nicht nach innen ziehen. Da waren alle im Weg und irgendwie kamen sie dann alle von innen. War scheiße. Oh Gott, fahr, Vettel, fahr, keine Strafe. Oh Gott, da hätte ich ihn überholt, hätte ich eine Strafe bekommen. Weil die Bremse so extrem früh. Also ich bremse auch spät, aber die Bremse auch sehr früh. Und das ist dann so in Kombination immer sehr doof. Und, oh... Aber ich war übrigens ganz außen, ganz links außen an der ersten Kurve und ich hab Glück gehabt und konnte dann so in der Mitte so reinstechen nach der Kurve und hab da richtig Boden gut gemacht. Windschatten gegen Gutierrez vorbei. Ah. Wow. Platz 13 wieder, so wie eigentlich sein sollte. Mindestens sein sollte. Das ist wirklich das absolute Minimum. Ja, so, normalerweise müssen wir im Rennen eben Plätze gut machen aus der Qualifikation. Ich will Punkte. Und zwar fette Punkte. Ich möchte das Podium. Aber da ist noch ein bisschen ordentlich was zu tun, definitiv. Die fahren ja hier alle auf ähnlichen Strategien, das heißt, da kann ich mir auch nichts erhoffen von. Das wird hart, definitiv. Maldonado klebe ich jetzt wieder hinten dran. Wo bist du denn? Bei der Kehre. Ist das die Dunlop-Kehre? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Achso, nee, welcher Platz? Achso, fünfter. Ah, okay. Fünfter. Ja, hier ist ein ganzer Packen an Fahrern vor mir. Ja, also hinter dem sechsten ist erstmal eine kleine Lücke. Auch keine riesige, aber schon eine Lücke, definitiv. Und wir sind so ein Dreierpack, aber auch so mit so einer Sekunde Abstand zwischen uns. Das ist hier alles, also hier hält sich niemand auf, das wird hier alles gefahren, alles. Kers! Wow, und über Gras, scheiß drauf! Egal, überholen! Jawohl, und Hülkenberg nehmen wir auch direkt mit, oder? Ah, holen wir nicht. Okay, holen wir nicht. Immerhin einen. So, und jetzt sehen wir gleich den Restkers und werden die in der Nadelkurve überholen. Nächste Runde ist auch schon DRS, also jetzt ist DRS aktiviert halt. Alter, irgendwie leck ich hier. Oh Gott! Ich leck nicht den Zettel hinten. Im TS leckst du gar nicht, nein. Okay. Und das Spiel wird auch bei dir gehostet. Irgendwie teleportieren sich teilweise bei mir. Das ist nicht gut. Der Hülkenberg oder sowas. Gleich ein bisschen also Angst, das Spiel abzuschließen. Oha, der Vettel ist so langsam. Der Vettel ist teilweise so langsam in die Kurve. Und jetzt ist er weit nach außen weg. Und wäre das eine Strafe für mich? Nein. Der Vettel ist da richtig, richtig komisch gefahren. Aber so richtig komisch. Das hat mich auch über eine Sekunde gekostet. Und der ist richtig komisch gefahren. Aber jetzt ist es auf jeden Fall endlich mal hinter mir. Und ich bin vierter Platz. Keine Ahnung, was der da gemacht hat. Der ist jetzt auch richtig langsam. Der ist richtig weit weg. Die ganze Zeit über Gras. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Auch nicht für die Reifen. Nee, ist es auch nicht. So. Ist auch nicht.
Also mein Fahrstil auch, also die, meine Qualifikationsrunde war viel besser als alles, was ich jetzt so fahre. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich komme vorwärts. Also ich bin vom Ergebnis her bin ich auch zufrieden, aber mein Fahrstil, also bremst viel zu spät häufig noch und so weiter, da habe ich mich noch nicht so eingefahren, definitiv noch nicht. Also ich habe hier auch irgendwie teilweise viel schnellere Passagen als die Gegner fahren. Jetzt haben wir DRS, so jetzt kommen Weber. Ich habe das Gefühl, die bremsen immer so extrem früh in manchen Kurven. Oha. Also ich habe ja gelesen, okay, wir sind jetzt ein Rennen vor Ende, ja? Also jetzt am Wochenende kommt Brasilien und dann ist es vorbei zur Zeit der Aufnahme. Ja. Und der Vettel hat alleine so viele Punkte geholt, dass der die Konstrukteursweltmeisterschaft gewonnen hätte. Was? Ohne Weber. Das ist krass. Ich glaube, das ist auch in richtig, richtig wenig Saisons mal vorgekommen, so. Ja, das ist zum ersten Mal, dass da jemand 8 Siege in Folge geholt hat. Also das ist ja, muss man ja schon mal so anerkennen, ne? Obwohl es das natürlich hätte ich auch nicht gedacht, dass es jetzt noch halt so am Ende der Saison noch zu so einer dominierenden Phase kommt. Häufig ist es ja so, dass am Anfang der Saison jemanden gibt, der total dominiert, aber danach halt alle aufholen. Und, aber irgendwie dieses Mal, also das Vettel jetzt noch so viel rausholt. Vielleicht haben sich die anderen schon bei der Entwicklung des Autos komplett auf nächstes Jahr fokussiert. Ja. Aber es ist richtig krass. Also auch, dass zum Beispiel von Lotus ja nichts mehr so krasses kommt. Gut, der Räikkönen ist jetzt ja auch weg. Das ist auch eine interessante Geschichte. Der Grosjean ist doch jetzt richtig gut zur Zeit. Der hat stimmt, hast recht. Mal sehen, was der Räikkönen vielleicht rausgeholt hätte noch, wenn er noch fahren würde. Ja. Keine Ahnung, Grosjean war in den letzten Rennen immer besser. Ich weiß auch nicht. Ja, krass. Bin sowieso gespannt, wie es halt nächste Saison wird bei Ferrari mit Räikkönen und Alonso. Oh. Da freue ich mich schon drauf. Ich auch. Also ich bin dafür, dass der Alonso so richtig schön degradiert wird. Auch wenn mich ja, dafür das sind wir derselben Meinung. Manche, ich habe schon manche Kommentare gelesen, da fand ich nur, dass über Alonso herziehen soll. Aber ja, wir haben uns da gefunden. Alonso-Hasserei. Ich glaube auch den Markmann oder den Hastmann. Ja. So, Bottas, du bist fällig. Von außen. Bam. Verbremst. Nein, ich verbremst. Oh, war das knapp. Also ich komme nicht so richtig vorwärts. So, also ich kann die hinter mir halten, aber 6 Sekunden ist der Trupp schon vor mir, so. Ich habe jetzt den Schwall überholt. Und irgendeiner ist jetzt gerade an die Box gefallen. Ich glaube, das war sogar Bottas. Ja, zur Box komme ich in 3 Runden, aber erst. Da ist noch ein bisschen was hin. Also das ist ziemlich früh, wenn ich wirklich mal sagen. Ah, gerne, jetzt komme ich weit nach außen weg. Weit nach außen weg. Vielleicht hat er sich auch irgendwas gerade an mir abgefahren oder ich das mitgekriegt habe. Ich würde sagen, 5. Runde ist echt arg früh, aber man könnte gerade so schon zum Stop kommen. Aber ich meine, 2 Stopper gibt es ja nicht eigentlich so. Das stoppt ja jeder immer nur zweimal, außer Regenreifen oder Unfälle. Ich merke schon die ganze Zeit, wie ich wieder nur durchdrehende Räder habe, weil ich scheiße fahre. Oder die Reifen? Also meine Reifen sehe ich jetzt, die sind schon ganz schön arg kaputt. Da macht es doch schon Sinn zu wechseln. Was sind wir denn? Runde 5? Oh ne, bei mir sind sie noch gelb. Ja, ja, bei dir nicht. Du hast ja auch die harten. Ich habe ja die Weichen drauf. Naja, ja, bei mir macht es definitiv Sinn, schon in die Box zu gehen, aber ich warte jetzt noch mindestens eine weitere Runde. Weil das mir jetzt doch zu früh. Weil dann kämpfe ich am Ende auch nur mit den harten Reifen. Ja. So, ich würde sagen, in der 6. gehe ich rein. Ja, Standard, oder? Ja. Das ist wirklich Standard. Aber immerhin, trotz wirklich nicht guten Fahrens, halte ich ungefähr den Abstand im Moment zu meinen vorderfahrenden Autos. Das wäre natürlich ganz gut. Weil ich will die langfristig auf jeden Fall wieder aufholen. Keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber ich versuche es. Und irgendwie ärgere ich mich, dass ich das nicht gewagt habe, in die Box gefahren. Ich glaube, das wäre auch ganz cool gewesen. Jetzt einfach schon mal in die Box gefahren. Ah, oh, jetzt ist bei mir Anti-Gear-Update da online gegangen. Das geht ja gar nicht. Ich kann das aber jetzt nicht wegklicken. Ja, irgendein Update hast du gerade an? Ja, nee, hier, Antivir, mein Antivir-Update hat sich gerade hier geöffnet. Das ist recht so ein geiles Bild, was mal eben schön alles verdeckt von der Geschwindigkeit her bis zu, was weiß ich, was allem. DRS vor allem. Ich hab aber jetzt Angst, das wegzuklicken. Nee, nee, mach das lieber in der Box oder so. Ja. Ja. Na gut. Ich gehe jetzt definitiv in die Box und komme nochmal schön, während ich das sage, raus aus Kiesbett. Und der Hamilton ist direkt hinter mir, möchte überholen, schlägt aus und da kann ich auch nicht jetzt einfach abdrängen. Der ist schneller als ich, aber jetzt anbremsen, muss ich jetzt wieder rausholen. Bremse an, aber innen ist vielleicht die Lücke für ihn da und ich drehe mich gleich weg, auch kann mich vor ihm halten. Aber Zeit gekostet hat es ohne Ende. Shittle.
komm auch irgendwie näher auf an Vettel ran, habe ich das Gefühl gerade. An Vettel? Ja, Vettel, der ist direkt irgendwo da. Das ist ja krass, weil ich war ja direkt, ich war hinter Vettel am Anfang des Rennens, da hat er irgendwie so einen komischen Fehler gemacht und war dann plötzlich ganz langsam. Bist du die Dreiergruppe? Ich bin die Dreiergruppe, ja. Ich bin wirklich die Dreiergruppe. Wo Hamilton drin ist, der mich jetzt überholt und ist später am Bremsen, das war sehr spät angebremst. Oh Gott, da dreht mich was weg. Ich sehe tatsächlich keinen Kers mehr. Was ist das ätzend? Wow! Jetzt bin ich gerade richtig krass gesprungen. Über die ganze Schikane rüber. Ich glaube, da bin ich mit allen Vieren vom Boden gegangen. So, ich bin jetzt einmal rein in die Box gegangen. Ich sehe das. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt wieder irgendwie Kers. So, jetzt bin ich an dir vorbei. Ja, okay, so. Ja, 3,1 Sekunden Stopp, das ist ja voll in Ordnung. Hab auch den, ist das Vettel hinter mir? Auf jeden Fall einen habe ich hier, nee, Ricciardo ist das, hinter mir gelassen, wieso auch immer Ricciardo direkt hinter mir ist. Und komme jetzt wieder raus auf Position 10 hinter Sutil. So, ich hoffe, die stoppen jetzt relativ schnell, damit die mich jetzt nicht so aufhalten. Aber erstmal muss ich sowieso selbst meine Reifen hier warm bekommen.